Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Ramona vom Binstempeln und heute habe ich eine Verpackungsidee für dich, mit der du größere Pralinenschachteln verschenken kannst. Genau. Und verwenden werde ich die neue Produktreihe, die du seit dem 1. März im Onlineshop von Stamping abfinden kannst. Die nennt sich Faszinierend Floral. Die hatte ich auch in meinem letzten Video kurz vorgestellt. Also wenn dich die Produkte interessieren, schaue gern mal hier oben unterm i nach. Da findest du dann das Video dazu. Ich verwende heute nur das Produktpaket. Das nennt sich Florale Freundschaft, glaube ich. Genau. Also Stempelset, Stanzform und was ich auch verwende, sind diese losen Akzente hier. Genau. Ich wollte eine recht große Pralinenschachtel verpacken. Ich zeige dir jetzt erstmal die Verpackung, um die es heute geht, nämlich die. Also wie du siehst, ist die ziemlich groß. Und ich habe darin Marzipanherze verpackt von einer ganz bekannten Firma. Du weißt, ich darf hier den Namen nicht sagen. Daher habe ich auch den Namen innen drin abgeklebt. Ich kann dir aber die Maße der Pralinenverpackung sagen. Und zwar hat sie eine Breite von 17,5 cm und eine Höhe von 17 cm. Und öffnen lässt sie sich hier. Also sie hat hier so einen Deckel. Wie du siehst, habe ich hier keinen Magnet benutzt. Ich fand es jetzt nicht unbedingt notwendig. Wenn dir das aber hier jetzt zu labbelig ist, kannst du natürlich einen Magnet drunter setzen. Du kannst aber auch gerne ein Band nehmen und hier nochmal außenrum wickeln. Das würde natürlich auch gehen. Genau. Und wenn ich das Ganze hier öffne, habe ich dann hier die Pralinen drin. Und ja, wie ich nun so eine Verpackung gemacht habe, das zeige ich dir jetzt. Für das Innenteil der Schachtel benötigst du zwei Stücke Farbkarton in dem Maß 22,1 x 13,4 cm und die müssen gefalzt werden. Dafür lege ich mir ein Stück an der kurzen Seite an bei 11 cm und falze einmal. Dann drehe ich mir das Ganze einmal auf die lange Seite und falze links und rechts bei 2,4 cm. Und das gleiche mache ich auch mit dem anderen Stück. Also ich lege an der kurzen Seite bei 11 cm an und falze an der langen Seite links und rechts bei 2,4 cm. Jetzt nehmen wir uns ein Stück zur Hand und zwar habe ich jetzt hier eine Falzlinie, hier eine Falzlinie und hier eine Falzlinie. Und hier an der kurzen Seite fange ich an zu schneiden. Und da habe ich ein kleines Quadrat, das muss rausgeschnitten werden und zwar mit den Falzlinien. Also ich schneide jetzt hier einmal links neben der Falzlinie bis zur Querfalz hoch und hier oben schneide ich oberhalb der Falzlinie rüber, sodass dieses kleine Quadrat weg ist. Das Ganze mache ich auch auf der anderen Seite. Ich schneide jetzt hier einmal links neben der Falzlinie hoch und hier oberhalb der Falzlinie und schneide ebenfalls das kleine Quadrat hier weg. Dann nehme ich mir Abreißklebeband und mache mir hier zwei Streifen hin. Den einen Streifen nah an der Falzlinie und den zweiten Streifen hier an der Kante entlang. Und diese zwei Stücke, die werden wir jetzt aneinander kleben. Dafür nehme ich mir jetzt das zweite Stück zur Hand und zwar so rum, dass die Falzlinien einmal hier sind und hier. Also hier ist dieses schmalere Stück und das wird jetzt hier einmal aufgeklebt. Und da achte ich drauf, dass die vertikale Falzlinie noch zu sehen ist und die horizontalen Falzlinien fortlaufend sind. Also dass die auf derselben Höhe sind. Genau. Dann nehmen wir noch mal die Schere. Und hier hast du noch ein kleines Quadrat.
Und da schneide ich ebenfalls an der Falzlinie, diesmal rechts neben der Falzlinie, einmal hoch bis zur Querfalz, weil die möchte ich auch raus haben und schräge das Ganze hier einmal an. Und das Ganze mache ich auch auf der anderen Seite. Ich schneide hier links neben der Falzlinie hoch und schneide mir so zwei kleine Keile raus, dass sich das besser dann zusammenkleben lässt. Dann können die Falzlinien nachgezogen werden. Und diese zwei kleinen Quadrate, die werden wir jetzt hier an der Außenseite einmal festkleben. Dafür mache ich mir auf die Innenfläche des Quadrats ein trapezförmiges Stück Kleber hin und klebe mir das hier einmal an die Außenseite. So. Und diese zwei Laschen werden jetzt einfach nur oben drüber geklebt. Das heißt, ich mache mir hier einmal Kleber hin, klebe das einmal hier außen dran, schau, dass es schön bündig ist. Und auf der anderen Seite ganz genauso. So, genau. Und schon wäre der erste Teil der Verpackung fertig. Jetzt machen wir weiter mit der Außenhülle. Und dafür benötigst du ein Stückchen Farbkarton. Ich habe jetzt hier Flamingorot genommen, in dem Maß 29,7 x 17,8. Und auch das müssen wir falzen. Einmal an der langen Seite bei 17,6 cm. Und bei 20,1 cm. Das war es dann auch hier schon mit dem Falzen. Wer will, könnte sich jetzt hier an diesem kleineren Stück noch die Ecken abrunden. Ich habe das jetzt aber nicht gemacht, weil aufgrund der Verzierung man das gar nicht mehr groß erkennt, dass das dann abgerundet ist. Aber wer das lieber mag, wäre jetzt der Zeitpunkt, das Ganze abzurunden. Dann nehmen wir unsere Schachtel zur Hand und die wird jetzt auf dieses größere Stückchen hier eingeklebt. Und da achte ich nur drauf, wo meine Kanten sind. Also diese schöne Kante, die liegt oben. Und auf der Rückseite mache ich mir jetzt einfach Kleber hin. Und werde das jetzt hier einkleben. Und du wirst sehen, dass dieses Stück ein Stück breiter ist wie dieses Stück. Da achte ich jetzt nur drauf, dass der Abstand unten genauso breit ist wie der links und rechts. Also ungefähr. So. Drück mir das Ganze noch mal mit dem Papierfalter an. Und dann hätten wir auch schon die Schachtel fertig. Ich schau mal, ob die Pralinen reinpassen. Jawohl, passen wunderbar. Und dann können wir auch uns schon an die Dekoration machen. Den ersten Aufleger habe ich zurechtgeschnitten in der Größe von 15,2 mal 10,2 in Grundweiß. Und da möchte ich jetzt so ein paar Sprenkler draufsetzen. Und zwar mit diesem Stempel hier. Dann nehme ich mir einmal Farngrün und setze mir hier so in der Mitte einfach ein paar Sprenkler hin. Mal nehme ich den ersten Abdruck, mal den zweiten. Genau. So reicht mir das schon.
Dann habe ich schon ein bisschen vorgearbeitet, denn ich habe mir hier schon mal die Blüten abgestempelt in Flamingorot und habe sie ausgestanzt. Dann habe ich vier dieser größeren Blätter mir ausgestanzt. Die habe ich in Farngrün abgestempelt. Zwei dieser kleineren habe ich mir abgestempelt, ausgestanzt. Und dann habe ich mir noch zwei von diesen in Olivgrün ausgestanzt. Und das werde ich mir jetzt hier drapieren. Ich habe jetzt hier auch schon die Dimensionals hinten drauf gemacht. Fange mit der größten Blüte an und setze sie mir ungefähr in der Mitte hin. Dann nehme ich mir die zweite, setze die so ein bisschen, also unten drunter. Die dritte links davon. Und die Blätter, die werden einfach jetzt nur noch unten drunter geklebt. Dann nehme ich mir jetzt ein Dreierblatt, mache mir etwas Kleber hin, setze mir das hier oben hin. Das zweite könnte ich vielleicht hier hinsetzen. Dann kommt hier eins hin. Hier dazwischen. Und noch zwei an die Seite. Eins hier. Und eins hier. Und die zwei, die könnte ich hier noch so unten drunter setzen. Mache ich das gerade hier unten drunter. Und das hier an der Seite. Genau. Und als Spruch, da habe ich mir den Spruch rausgenommen, alles Gute zu deinem Tag. Nur habe ich zu deinem Tag einmal abgeschnitten und habe das Ganze mit der Schere mir ausgeschnitten. Ich fand es so irgendwie schöner. Du kannst natürlich auch den kompletten Stempel nutzen. Und wenn dir das zu viel Arbeit ist, das mit der Schere so auszuschneiden, kannst du das natürlich auch quadratisch, rechteckig ausschneiden. Oder vielleicht hast du irgendwie ein Etikett, mit dem du es ausstanzen kannst. Und das setze ich mir jetzt hier mittig auf. Und dann fehlen nur noch diese Glasperlen. Und dann nehme ich mir einfach ein paar Perlen raus. Ich habe gedacht, so ein paar gelbe und die rosafarbenen. Na, kriegt man schwer gegriffen. So. Die nur anders rumlegen. Und jetzt mache ich mir gerade mit einem Präzisionskleber hier ein bisschen, gerade so einen Punkt Flüssigkleber hin, wo ich die halt hinhaben möchte. Hier, vielleicht hier oben, hier unten und hier vielleicht noch. Und dann setze ich mir die einmal hier drauf. So, genau. Und dann wäre das auch schon fertig. Und das klebe ich mir jetzt auf den zweiten Aufleger. Da habe ich mir jetzt Farbkarton in Olivgrün ausgeschnitten und zwar in den Maß 15,5 mal 10,5. Du könntest natürlich auch Farngrün nehmen. Ich hatte nur keinen Farbkarton in Farngrün und das wird jetzt hier einmal zusammengeklebt. Oh, da ging eine Perle ab. Die muss ich gleich nochmal ankleben.
Das war noch nicht trocken anscheinend. So, dann mache ich gerade noch ein bisschen Kleckskleber hin. Und setze mir die Perle hier einmal drauf. Genau. Und dann nehme ich mir meine Verpackung. Und hier ist es natürlich besser, wenn du da schon die Pralinen vielleicht drin hast, einfach damit du einen festeren Untergrund hast. Und festmachen werde ich das mit Dimensionals. Da werde ich mir jetzt nur hier im oberen Bereich ein paar Dimensionals aufbringen. Unten können wir es ja nicht nichts drauf machen, weil sonst würden wir die Verpackung ja zukleben. So. Und jetzt versuche ich das halbwegs mittig hier aufzukleben. Genau. Ja, und schon wäre die Pralinenverpackung fertig. Und ich finde, sieht schön aus, oder? Was du auch noch hättest machen können, das habe ich jetzt ganz vergessen, das wollte ich eigentlich machen, und zwar bei den Blüten, wenn du mehr Volumen haben möchtest oder so, kannst du das Ganze auch so ein bisschen nach oben knicken. Ne? Das sieht zwar im ersten Moment ein bisschen brutal aus mit dem Papier, aber wenn du das dann hier aufklebst, sieht das auch ganz toll aus. Das kannst du dann auch mit den Blättern machen oder so, ne? Dann kriegst du einfach ein bisschen mehr Volumen noch rein. Ja, ich hoffe, dir hat meine Idee gefallen. Wenn ja, lass mir gerne einen Daumen nach oben da oder abonniere mich. Ich wünsche dir nun viel Spaß beim Nachbasteln und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, deine Mona.